Ja, meine Lieben, hier ist wieder die Axt, ne? Was gibt's Neues? Ich dachte mir, ich zeige euch mal hier von der neuen Version, The Forest. Ich meine 0.06. Direkt mal das Intro. Ja, war doch ein bisschen hier gestern mit der ersten Version 0.06 etwas chaotisch. Bei mir lief's eigentlich wunderbar. Ja, dann kam die 0.05 wieder retour. Ja, und jetzt haben wir so eine halbe 0.06. Das Intro ist der Wahnsinn. Ja, also ich sag mal wirklich gut aufgebaut, sehr dramatisch durch die gute Musikuntermalung. Die Sounds wurden auch verbessert und ich sag teilweise mal auch wirklich ein bisschen verfeinert. Es kam da mehr hinzu. Wir starten gleich mal direkt rein. Ich sag da gar nichts mehr zu. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, da sind wir auch schon wieder. War auch, sag ich mal, ganz nett theatralisch, ne? Gute Sounds. So, hier haben wir wieder das Pedometer. Ich zeige euch ein paar Dinge noch hier. Oh, ja, ist neu. Nee. Ja. Guten Tag am Dach. Ja, ihr habt auch gesehen, der Junge verschwindet im Sitz. Bug ist auch noch vorhanden. Was definitiv hier der Fall ist, um die Absturzstellen herum, es gibt wenig Koffer. Ne? Wirklich wenig Koffer. Dafür liegt ein ganzer Haufen anderes Gerümpel rum. Und wartet mal hier, ich muss einen Karnickel finden. Die Biester, ja, die rennen hier wirklich wie der Wind gehopst. Verrückt ist das, ja. Da hier, habt ihr das gesehen? Ja, war ganz kurz da. Hier sind die Karnickel. Das hier der reinste Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht, wie man die erwischen soll. Ja. Lurchi rennt auch mal hektisch durch die Gegend. Lurchi? Ja, ich weiß nicht, was hier wieder los ist. Ja. Alles in allem eine nette Sache und mal gucken, wo wir hier ungefähr sind. Ja. Ah ja, warum nicht, ne? Warum nicht?
Ja, Wasser sieht ganz anständig aus. Muss ganz ehrlich sagen, ist. Ja, gefällt mir nicht so, ne? Wie hier in der ersten 006. Aber, ja. Was ich auch schön finde, das sieht man teilweise hier an den Pflanzen und auch am Stöckchen. Ja, drumherum. Er ist noch nicht ganz weg, ja, aber ein Stückchen schöner ist geworden. Es sieht nicht mehr so ausgefranst aus. Oh, Menno. Ja. Ja, neues Spiel, die kennen mich auch noch gar nicht. Die hektischen Kollegen hier. Ja. Oh, jo. Ja. Oh, nee. Ja. Eigentlich wollte ich mir jetzt mir hier mal die Landzunge angucken. Und dachte mir, das sind wir ja richtig. Und dann. Ja, das sah aber irgendwie anders aus, kommt mir vor. Und das sieht hier tatsächlich anders aus, ne? Ja, die haben hier auch ein bisschen was am Terrain geändert. Ja, Gelände umgestaltet. Ja. Gut. Aber es war's auch wieder mal. Hätte ich gesagt, außer. Nee. Bisschen Intro, bisschen rumlaufen hier mit DJ-Axt ohne Musik, wie auch schon letztens. Einfach ein bisschen gucken, was sich so ergibt. Ja. Leuchtpistole für all jene, die es noch gar nicht wissen. Die gibt es nicht mehr beim Piloten hier in der Nähe der Felsenklippe hier. Ja, steinbruchartig. Nee, die findet man mittlerweile nur mehr in der Ankerhöhle. Das heißt, direkt dort, wo der große Anker hier am Strand liegt. Ich gucke auch mal, ich denke mal, so weit sind wir da gar nicht entfernt. Laufe ich auch noch schnell mit euch hin. Ja, einmal gesehen, nie mehr vergessen. Ja. Sobald wir da hinkommen, wisst ihr wieder, wo ihr lang müsst. Ja, hoffe ich mal. Jetzt geht's doch zuerst mal darum, dass wir hier auch hinfinden. Ja, ist wohl gleich hier hinten dran. So, den Kollegen hier mal verschnaufen lassen ein bisschen. Ja, da sind wir aber selber schuld, hab die Axt im Flugzeug nicht mitgenommen. Jo, hier, ihr seht auch schon ganz hinten dran, das ist der große Anker. Ja, kennen wir alle, Anker. Und hier geht's dann ab zur Höhle. Ich guck mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Das hier jetzt nicht zur aufregenden Kannibalen-Schnitzerei, Schnitzelei werden zu lassen. Ja, lassen wir mal herumlaufen hier. Ah. Ich denke mal, die haben hier selbst nicht wirklich einen Plan, was Sache ist. Geradeaus nach hinten, hier einmal Pilot und einmal Leuchtpistole am Boden. Ja. Ja. Ja, brennt auf jeden Fall noch die Kollegen. Ich verziehe mich hier wieder mal und sage auch Tschüss. Das war ein weiteres Let's Play mit DJ Axt ohne Musik. Ja, tschüss.